Katz mittendrin, was? Birne im Eingangsbereich, wenn du bestimmt nicht im blauen Bereich. Da liegt doch irgendwo C4 rum zum Sprengen. Okay, dann doch. Ja, sag ich doch. Man muss nur den Willen haben, um Brot... Alter, steck das verdammte Messer weg, Arcade. Das macht mich nervös. Ich hab dir das nicht gegeben, damit du es benutzt. Sondern eigentlich... Wo kommt der denn noch her? Warum ist denn der jetzt grün geplatzt? Na, jetzt ist wieder Eder ausgesperrt. Hä? War ich hier schon? Oh, nee, war ich noch nicht. Ach, guck mal, jetzt komme ich auch ins erste Geschoss. Das ist ja schön. Aber das machen wir gleich. Erstmal gucke ich mir... Na gut, die Tür ist wahrscheinlich hinüber. Also jetzt sieht es wesentlich verschütteter aus als im anderen Sektor. Hat es hier noch Minen? Ach, der ist wahrscheinlich vorhin in eine andere Mine gelaufen, der Gecko. Dessen ist er tot. Mich wundert übrigens, dass es keine World 19 Rot und Blau Overworlds gibt. Wenn die hier so auf ihre Karten, auf ihre Farben bedacht waren... Die ständigen... Obwohl, die konnten ja natürlich nicht wissen, dass es in den anderen Worlds keine Kameras gibt, die Leute hier. Eine Nachricht von Aufseher? Gibt's hier ein bisschen... Ja gut, also Wasserprobleme hatten die alle. Stimmen, ich kann sie durch die Lüftungsschächte hören. Sie klingen nach Verschwörung, sie klingen nach Hass. Die Blauen setzen sich nie zu uns. Sie behandeln uns, hätten wir irgendwelche Krankheiten. Vielleicht ist das ja so. Diese ganze World ist krank. Ah ja. Also die hatten auf jeden Fall auch sehr viel Spaß, die Roten. Aber schön, dass hier nochmal extra deutlich die billige Farbe an den Wänden war, um zu markieren, in welchem Sektor man ist. Achso, hier sind wieder die Pulverbanditen. Im Gefängnis haben wir Typen wie Vierauge da drüben geh- und verkauft, wie Objekte. Ah ja, geh- und verkauft, das ist ja sehr nett. Vierauge, ist ja auch sehr unfreundlich. Da fällt mir aber so ein Comicbild an, da stehen vier so total großgewachsene Brillenträger von so einem kleinen Jungen ohne Brille. Und er sagt dann, warte mal Jungs, ihr werdet doch nicht etwa einen Nicht-Brillenträger schlagen. Naja, und sie haben es dann getan. Ich höre schon wieder Geckos. Wo 19 spinnt, warte mal, den Computer hier, der ist... Da nehme ich noch Munition. 45. Ein paar von den Blauen haben heute in der Klinik Ärger gemacht. Ich wette, die haben Drogen geklaut. Spät nachts habe ich gehört, wie die Entlüfter angingen. Andere haben es auch gehört und ich wette, die benutzen sie... die Drogen, um uns zu vergiften. Klauen sie alle in der Klinik und benutzen sie, um uns alle umzubringen. Nein, ich kenne die Wahrheit der Aufruhr in der Klinik. Das war bloß ein Trick. Sicher kriegen sie die Drogen von der Ärztin. Sie stecken mit denen unter einer Decke. Nie verlässt sie ihr Büro. Bestimmt, weil Drogen durch das Entlüftungssystem reingepumpt werden. Ihr Büro muss der einzige saubere Raum sein. Schon wieder keine Kippen mehr. Okay, es waren nur Kaugummis. Ja, Vorkriegsgeld. Naja, war jetzt auch nicht so der Hammer. Su? Wer ist er? Abdrücken der Pulverbandit. Wer ist denn Vierauge? Ach so, der ist Vierauge. Gott, da hat es mal wieder lange gebraucht. Schlüsselkarte, roter Sektor. Jawohl, habe ich noch eine. Ich könnte sogar noch eine Arcade geben. Ich habe mal herumgefragt und es gibt eigentlich keinen Grund für den Ausfall dieser Filter. Das muss Sabotage gewesen sein. Es gibt das Gerücht, einer der Roten habe das getan. Würde mich nicht überraschen, wenn immer ich in der Cafeteria von einem Grüppchen von denen vorbeikomme, fangen sie alle an zu tuscheln an. Ich wette, sie baldowern schon was aus, was sie als nächstes tun werden. Sehr schön hier. Diese ganzen... Dass die alle so viel Korken drin haben, also... Das muss ja... Truhe? Korken! Also wenn ich jetzt noch ganz am Anfang des Spiels stehen würde, wäre diese Vault hier echt ein echter... Hier stehen zwei Computer rum? Tatsächlich. Wäre die ein echter Glückstreff gewesen, die Vault hier. Weil hier liegen ja Waffen und alles rum. Das ist gar nicht schlecht. In letzter Zeit kann ich nicht schlafen. Einer der Blauen lungert ständig bei der Sicherheitstür rum. Ich glaube, er versucht hereinzukommen. Boah, die müssen sich echt misstraut haben, die armen Leute. Ja, so ja. Einen kleinen Flugroboter hätte ich selber gerne. Jo, der ist total brauchbar, glaub mir. Der Teddybär, 1374. Manchmal höre ich Geräusche über der Sprechanlage. Papa sagt, er höre sie nicht, aber ich schon. Es sind ganz hohe Töne und manchmal höre ich eine Stimme, verstehe aber nicht die Worte. Mama sagt, ich bilde mir das nur ein, dass ich nichts darüber reden soll. Dass die Leute sich bloß Sorgen machen. Aber ich habe mit ein paar von den anderen Kindern geredet und die hören das auch. Da fallen mir gleich wieder die englischen Kaufhäuser ein, die irgendwelche 16.000 Herztöne gespielt haben. Einfach damit die... Noch mehr Haarklammern. Damit die Kids dann nicht rumlungern in ein Einkaufszentrum. Weil das denen halt auf die Nerven geht und die alten Leute, die halt die Zielkundschaft sind, das nicht hören. Ganz dolle gemein. So, Tür zum roten Sektor. Schlüsselkarte. Ach so, hier ist... Nee, ist das jetzt blau? Oder ist das weiß? Ach so, das ist der. Ach, das ist das Allgemeingebiet. Ah, Quarters. Ha. Und hier ist dann das beidfarbige Gebiet, oder was?
Ja, genau. Hier ist nämlich... ich dachte, die haben jeder ihre eigene... das erklärt natürlich, warum die sich gegenseitig... Die Klos sind auch alles in einem? Gesetzeshüter können sich bei mir auf einen harten Kampf einstellen. Ja, ich brauche C4, Freunde. C4. Wo könnte das sein? Ich meine, ich hätte ja noch C4 da. Ich könnte ja kurz zu meiner Heimatbasis reisen und das C4 holen, aber das ist so weit weg. Das fällt überhaupt nicht auf. Warte mal, hier ist ein Aufseherbüro. Und das andere, da ist das Blake drin, oder was? Der Computer war hinüber, ne? Eigentlich sehr schade. Kann man den nicht irgendwie reparieren? Hier gibt es von innen noch gar keine Knöpfe. Also es gibt nur unter den einen Aufseherbüro das Dings. Die gibt es hier zum roten Deck. Da komme ich ja her. Ja, dieses Zwei-Klassen-Ding hier, das ist irgendwie schon ein bisschen krank mit diesen roten und blauen Sekt. Das war, glaube ich, die einzige Wort mit zwei Dingens. Und die Experimente waren übrigens ja alle nicht besonders erfolgreich hier, die es hier so gab. Immer ein aufbereitetes Wasser. Also sind die Leute hier letztendlich an Paranoia und Verdurstung gestorben, wenn ich das hier mal richtig sehe. Ich weiß auch gar nicht, wie C4 aussieht, wenn es draußen irgendwo rumliegt. Ich habe das bis jetzt nur in Truhen gefunden. Na, endlich mal eine Strahlenwaffe. Schon mit Lem geredet? Ja, doch. Warte mal, ich habe noch nicht mit Lem geredet. Könnte ich, also noch nicht mit den neuesten Informationen. Könnte ich ja mal machen. Ich glaube, ich renne sogar ein bisschen in die falsche Richtung. Ach ja, hier war die Haupttür. Eigentlich ist die Vault wirklich sehr einfach aufgebaut. Genau, hier ist der Lem. Hallo, Lem. Ja, was wollen Sie? Ich brauche C4. Sprechen wir über Coke. Coke ist ein... Sprechen wir was anderes. Was geht hier vor? Bla, bla, bla. Was anderes? Nee. Wer sind sie? Na gut. Also das Normale habe ich schon mit Lem geredet. Den Rest kriege ich aus ihm nicht raus. Ist ein bisschen schade eigentlich. Nun gut. Ich mal gucken. Vielleicht hat der ja durch Zufall C4 für mich. Hallo. Haben Sie diese Geckos schon ausgemerzt? Ja. Aber das möchte ich dir jetzt nicht sagen. Tschüss. Ach so, er hat mir wahrscheinlich die Mission gegeben, dass ich da unten die Geckos töten soll. Verstehe. Wo haben die ja nicht die Schlüsselkarten für den roten und blauen Sektor her? Ich guck nochmal kurz im blauen Sektor, ob hier irgendwo nochmal C4 zu finden ist. Ich meine, das sind immerhin die Pulverbanditen. Die werden ja wohl harten Sprengstoff bei haben. Warte mal, ich hab sogar noch eine Informatik im Team. Brin hat jetzt einen neuen Sheriff. Jo, woher weißt du das? Ich habe sogar noch eine viel bessere Idee. Ich versuche einfach mal Cook zu beklauen. Vielleicht hat er ja direkt Sprengstoff bei. Da muss ich mir gar nicht so richtig viel Mühe machen. Dann kann ich einfach den Typen die Tasche leer räumen. Also quasi haben die ja dieses Sektorendenken von früher. Ich weiß, wo das C4 ist. Schön. Ich hoffe bei Cook in der Tasche. Ihm untersteht der rote Sektor und den anderen der blaue. Das ist ja... Da hätte ich auf jeden Fall auch eine rote Schlüsselkarte hergekriegt. Ist vor allem richtig ärgerlich, wenn man sich in der Vault häuslich eingerichtet hat und dann hat man... Mehr Soldaten unterwegs zur Zeit. Jo, wenn man dann seine Schlüsselkarte verliert. Okay, er hat den blauen Sektor. Ja. Und eine Splittergranate, aber die bringt mir natürlich nichts. Ich meine, uns kommt normaler 015 Bandit hier, wird wir kaum eine super teure C4 in der Tasche haben, oder? Nö, da nicht. Verdammt, nicht bei Kuchen in der Tasche. Dann vielleicht in der Bombenküche. Schlüsselkarte blauer Sektor. Dynamit. Nee. Muss ich ja allen Leuten die Tasche durchsuchen, oder was? Schlüsselkarte roter Sektor. Aber ich glaube, die misstrauen sich noch nicht so wie die anderen Sektoren, Leute. Ach komm, für eine Haarklammer versuche ich hier nicht zu diebstahlen. Ich glaube nämlich, meine Taschendiebstahlfähigkeiten sind ziemlich gering. Deswegen sollte ich nicht versuchen, mehr zu klauen, als ich so normal kriegen kann. Nee, die haben alle nur Dynamit dabei. Dynamit ist auf jeden Fall nicht ausreichend. Vielleicht wirklich hier in der Sprengstoffküche? Na, Erste-Hilfe-Kasten? Nee, aber immer ein Stimpack. Das ist ja auch schon was. Wie lange haben wir sie? Also hier würde ich hier trotzdem gerne mal was in die Luft jagen. Wird mal wieder Zeit. In der Klinik macht es... Was glotzen sie denn so? Gibt K4, C4 in der Vault. Ach, hey. Was glotzen sie denn so? Soll ich dir dein Gesicht wegschießen oder was? Ich habe hier eine Akkupistole. Okay, auf Klo gibt es schon mal kein C4. Bedauerlich. Vielleicht auf dem Frauenklo? Man weiß ja nie, was so die Frau von Welt Klo noch so versteckt. Zum Beispiel C4. Kleinere Atombomben. Man weiß es nicht. Ja, ich würde mal stark vermuten, dass irgendwo... Was haben wir nie Schönes? Haha, C4 Plastiksprengstoff. Ich habe ihn noch gefunden, das geht doch. Das C4... Dass sie in all den Jahren nichts Besseres erfunden haben als C4. Das ist schon fast ein Wunder. Die Pulverbanditen haben übrigens eine recht geringe Frauenquote, habe ich so das Gefühl. Jo. Ich habe immer den Drang, das ganze Gerede von den Leuten da mal zu kommentieren. Einmal Klinik, einmal Cafeteria. Na bitte.
Eigentlich müsste ich ja beides... Warte mal, woanders? Nee, hier war ich falsch. Eigentlich müsste ich mir beide C4 holen, einfach weil C4 so unglaublich wertvoll ist, auch wenn ich es eigentlich quasi nicht brauche. Auf zur Schwefelhöhle. Warte mal, wir meine Begleiter sterben jetzt hier weg an irgendwas Unglücklichen. Ah, genau, das ist hier unten. Aber hier unten sind doch eigentlich ja keine Betten. Wie sollen die Leute denn hier vom Reaktorbezirk gelebt haben, wenn die hier komplett getrennt waren von... Trotzdem mit den Ärzten, das muss über die Generation. Es sei denn, es war vielleicht die erste Generation, die hier gestorben ist. Sonst muss das ja sehr komisch sein beim Generationswechsel, wenn du da irgendwie zum Arzt ausgebildet wirst und irgendwann kommt da einer zu dir und hey, pass mal auf, hier mit den roten und Dinges, wir machen da folgendes Experiment. Außerdem um die Höhle zu zerstören. Außerdem zu viel, um die Höhle und die Wall zu zerstören, dann wegzulaufen, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann ja nicht so unfreundlich sein. Hier alle Pulverbanditen töten, erscheint mir. Nein. Außerdem um die Höhle zu zerstören. Genau. Für diese Aufgabe brauchen was? Oh, ich hätte das mal vorher anklicken sollen. Okay, auf zurück zur Cafeteria. Mehr C4 klauen. Verdammt. Und ich habe ja gehofft, einmal C4 könnte ausreichen. Ich brauche mehr als ein C4. Ich brauche 3. Der rote Sektor ist übrigens der bessere Weg, ist mir gerade so aufgefallen, weil ich da viel schneller hinkomme. Also, hier hoch. Aber jetzt weiß ich immer, wie C4 aussieht, wenn es draußen rumsteht. Jetzt kann ich es auch gezielt suchen, weil das wusste ich nämlich vorher nicht. Und ich habe es nur daran erkannt, dass da so ein verdächtig aussehendes Paket rumstand. Ey, 3 C4, das... Haben die überhaupt eine Vorstellung, wie teuer C4 ist? Mal ohne Witz. Das kann sich doch keiner leisten, so eine geordnete Sprengung hier. Aber ich glaube, hier in den Wohnquartieren werde ich kein C4 finden. Seien die Pulverbanditen, habe ich es mitgebracht. Tür zum roten Sektor. So, dann gehen wir nochmal zur Cafeteria. Quarters. Die Kameras sind aber verdammt. Aber wirklich, die Kameras sehen viel zu modern aus. Die passen überhaupt nicht in diesen Vorderstil rein. Guck dich die Dinger mal an. Die sehen aus wie sonst was in Hightech. Das passt mal so gar nicht in den Stil hier. Also, warte mal, ist in der Klinik vielleicht noch ein C4 bei der guten Gelegenheit? Ich meine, wer ein C4 hat, ist ja schon mal schön. Aber man kann ja immer noch eins mehr gebrauchen. Warum auch nicht? Machen wir mal kurz das Pip-Boy-Licht an. Ah, sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Na gut, dann nochmal zur Cafeteria. Wo war die überhaupt gleich? Hier. Oh. Eigentlich gibt es nicht allzu viele Orte, wo man C4 verstecken könnte. Wahrscheinlich hinterm Tresen oder hier irgendwo in der letzten Ecke. Oh, ich habe Hunger. Ich habe wirklich im realen Leben habe ich Hunger. Wie Hunger habe ich denn? Hunger und Durst? Ui. Müdigkeit ist auch gar nicht schlecht, warte mal. Jetzt zeigt sich mal wieder, ob ich wieder zu viel abgelegt habe oder ob es genau richtig ist. Was habe ich denn überhaupt noch dabei? Ich habe noch Wasser aufbereitet. Ich habe gar nichts mehr zu essen bei, oder? Obwohl doch, habe ich wahrscheinlich noch. Nee. Doch, da, Vorkriegssteak. Na bitte. Boah, ich hätte noch Gecko-Steaks ohne Ende dabei. Nödland-Omelette und warte mal, ich hatte noch ein Buch bei, fällt mir gerade so auf. Grockner der Barbar. Hey, Nahkampfwaffe um 3 erhöht. Juhu. So, okay, hier haben wir schon mal kein C4. Wenn man denkt, dass ich noch 2 brauche. Also, wenn ich hier noch eins finde, reicht das ja nicht. Einmal klingeln. In blauen gibt es noch eins. Ah ja, danke für den Tipp. Aber erstmal muss ich das hier in der Klinik finden. Ist ja auch nicht so leicht. Das ganze Rumsuchen liegt mir... Ach, guck mal, da ist es doch. Haha. Im blauen. Na gut, dann rennen wir mal kurz. Es ist enorm praktisch, dass ich dies rennen kann. Das sage ich immer wieder. Ich weiß, ich wiederhole mich da. Aber woran erkennt man bitte so hier im blauen Bezirk? Fangen wir mal an. Hier. Schon wieder keine Kippen mehr. Ja, wo da hinten lag eine ganze Stange rum. Musst du nur mal gucken. Ich denke mal nicht, dass C4 in irgendeinem Schrank rumstehen wird. Nee. Mundharmonika brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Das sieht doch überhaupt nicht verdächtig aus, wenn ich hier auf jeden Tisch raufspringe, nur um was zu finden. Noch eine blaue Schlüsselkarte. Die Schlüsselkarten sehen übrigens verflucht verrostet aus, wenn man die sich mal so anguckt. Man. Die sehen einfach mal aus wie gar nichts. Also, wie so ein Stück korrodiertes Metall. Mal auf seinem Nachttisch wird ja wohl kaum jemand die dicken Plastiksprengstoff rumstehen haben. Ja, diese Pfeiler sind wie prädestiniert dafür, um C4 zu verstecken. C4, 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 C4. C4. Hinter der Couch. Nee, da ist nur Altmetall. Aber man, das ist nicht das Einzige, was hier versteckt wird. Eigentlich ist so eine Vault auch ein bisschen wie ein Knast. Ne? Man hat einen Aufseher, man hat eine Wachmannschaft und man kann nicht raus. Ich glaube, meine größten Chancen, das Zeug zu finden, sind wirklich hinter diesen. Hinter den Couch-Ecken. Ach, die hat die Ruderpuppe eine Waffe in der Hand? Nee, doch nicht. Das ist nur eine Gitarre, ich wollte gerade sagen. Das wäre auch ein bisschen strange gewesen. Eigentlich hat der blaue Bezirk doch eigentlich nur 3 Räume, oder?
Unter einer Couch? Oh ne, oder? Nein, ich möchte keine Markierung setzen. Unter einer Couch. Arcade jammert doch gerade schon wieder rum, dass er nicht was finden kann. Na gut, unter einer Couch verkürzt man die Suche trotzdem. Ich meine, wir wollen ja auch langsam mal fertig werden. So da ist die Wolken auch nicht. Explosionen machen immer wieder Spaß. Oh ja, das habe ich vor. Wir wollen mal Hand aufs Herz, so spannend ist die Vault 19 nicht, weil hier wird halt echt wenig, also hier ist wenig Text zu finden. Sonst findet man in den Vaults ja mal relativ viel Lore, aber hier irgendwie nicht so. Das kaputte Sofa, ne, das sieht nicht so. Das sieht nicht so erfolgreich aus, das so. Und hier hinten war es, ja, hier war schon wieder Ende. Es gibt hier nur drei Räume. Den hatte ich schon. Hier steht der einsame Typ rum. Hä, warte mal, muss doch hier mindestens einen, noch einen Raum mehr geben, oder? Da unten waren da unten noch Couch? Ja, da unten waren auch noch Couch. Was war das? Nee. Eventuell nicht zu sehen, weil eine Couch drüber ist. Ja, wie soll ich denn da rankommen? Ich meine, ich muss es ja sehen, um es anzuklicken. Und hier durch alle Couches durchzufliegen, erscheint mir jetzt auch nicht so die beste Idee. Eigentlich ist nur ist dieser Raum hier wirklich prädestiniert dafür. Weil hier stehen echt große Couches drum. Zuverlässiger wohl 13 Flachmann, der müsste schon seit Jahrhunderten leer sein. Warte mal. Es gab doch, wenn ich jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahre in die blauen Wohnquartiere, da gab es doch, glaube ich, auch Couch. Eigentlich wird da der Couch im roten Bereich, nicht im blauen. Nein! Du kannst hier echt keinen mehr trauen heutzutage. Da haben die hier vielleicht noch irgendwo eine rumstehen. Nicht eine. Ein C4 rumliegen. Eine Truhe. Nee, leider nicht. Na gut, wenn es im roten Bereich sind, dann rennen wir schnell zum roten Bereich. Ich möchte mich jetzt wirklich nicht Ewigkeiten an dieser dummen Vault jetzt hier aufhalten. Aber eigentlich wäre es logisch, wenn es wirklich schön symmetrisch wäre. Wenn jeder die gleichen. Ein Bodensafe? Haben wir hier eventuell eine Einschussgrenze? Vorkriegsgeld? Ein Bodensafe, immerhin. Aber leider kein C4 im Bodensafe. Schweinerei. Warte mal, wenn hier ein Bodensafe war, ich an den Rechner hier schon? 194, ich glaube, sie haben. Gedanken sind nicht. Na gut, nee, das hatten wir schon. Verdammt, da habe ich mich vorhin hier echt nicht aufmerksam umgesehen. Nun gut. Da ist auch noch eine Couch. Aha! Was? Das ist ja der größte Husten gerade gewesen. Mal ohne Witz. Man konnte das C4 nur aus der Entfernung erkennen und nicht aus. Boah, wie lange hat das Vorkriegskrieg angehalten? Und nicht aus nahe dran. Also mal, das ist ja dämlich. In the Living Quarter. Ja, da habe ich es ja gerade gefunden. Zu spät. Also wahrscheinlich ist es wirklich. Ach Quatsch, ich renne ja in die falsche Richtung. Wahrscheinlich ist es wirklich schön symmetrisch. So, dann sprengen wir mal eben die Mikro-Clean-Vorräte und dann ist alles gut. Mal sehen, wie viel Zeit ich habe, aber eigentlich sollte C4 ordentlich Zeit zünden. Aber ich habe gar keinen Fernzünder, fällt mir gerade so auf. Ausreichend, um die Hülle zu zerstören, genau. Ach. Ein Weg finden, den Zugang zum Schwefelzünder binden. Wieder bei Philipp Lem melden. Ja, also es gab da eine ganz unglückliche Explosion. Das tut uns ja auch ganz doll leid, also. Ja, war halt so, ne? Kann man auch nicht ändern. Hust, 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 hust. Grim hat jetzt einen neuen Sheriff, der auf ihn dann aufpasst. Jo, der Prim-Sheriff ist wirklich der beste Mann. War das nicht der Roboter? Und ohne Deputy Beagle war da auch nicht so richtig erbaut von. So, hallo Lem. Ich hoffe, Sie sind für die Explosion verantwortlich. Haben Sie den Zugang zum Schwefel abgeschnitten? Nein, niemals. Freut mich zu hören. Ohne Zugriff auf den Schwefel hat Cook der Bande nicht viel zu bieten. Es ist wohl vorbei. Wir können uns stellen. Lem überzeugen, den Großkram beizutreten. Okay. Daran hatte ich noch nicht gedacht. Könnten Sie in unserem Namen mit Ihnen sprechen? Okay, ich spreche mit Ihnen. Ey, ich kann sogar noch was zusätzlich machen, das ist ja schön. Danke. Wir werden hier warten, bis wir von Ihnen hören. Scheinen ja doch eigentlich ganz nette Typen zu sein, die Leute. Naja. Wieder bei Flippen. Warte mal, was sagt denn jetzt Cook für ein Thema? Oder will er mich gleich noch umbringen? Ich krieg's ja mal lieber vorher. Ich werde ja auf meinen alten Tagen, werde ich ja... Wie jetzt? Jetzt komme ich da nicht mehr rein? Gibt er sich jetzt die Kugel oder was? Tja. Naja. Kann ich halt nicht mehr mit Kug reden. Schließt er sich einfach in sein Aufzug? Finde ich aber echt jetzt dreist. Oder kann er. Ne, eigentlich kann er von da drin nichts mehr machen, weil ich meine, das. Hier sieht es noch relativ sauber aus. Was sind das hier eigentlich für Rohre? Wo führen die bitte schön hin? Von nirgendwo nach nirgendwo. Die gehen hier einfach nur lang. Wirklich, das sieht ja noch sehr sauber aus. Der Rest hier zu. Oh, was war denn jetzt? Was war denn jetzt gerade los?
Habe ich hier gerade irgendein Explosionsgeräusch gehört? Mal zurückgucken. Aha. Und jetzt? Hä? Sind alle Leute weg, oder? Okay. Sie sind zurück. Auf Wiedersehen. Ja, ich bin nicht zurück. Ich war nur kurz raus, weil ich ein Geräusch gehört habe, was irgendwie verdächtig war. Hat Lem die Augen zu? Naja, der ist nur ein bisschen verstrahlt. Das geht alles noch. Du hast nur eine Aufgabe. Du kannst nur eine Aufgabe machen, nicht beide. Ja, aber ich hätte gerne gesehen, was das Kuck jetzt geworden ist. Na gut, wie dem auch sei.